Militärische und Wirtschaftsnachrichten vom Januar 2016. Zitat: Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit. Bertolt Brecht. Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Und wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. John Davison Rockefeller, 1839 bis 1937. EU. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wie von Jean-Claude Juncker angekündigt, wird die Souveränität der EU-Staaten eingeschränkt und abgebaut. Die EU will die Flüchtlingskrise offenbar nutzen, um ihre Kompetenzen in den Mitgliedstaaten bedeutend auszubauen. Die EU wird im Eiltempo eine neue Grenztruppe installieren. Diese solle auch gegen den Willen der Regierung eines Staates tätig werden. Sie wird die nationalen Grenzbehörden überwachen und unmittelbar eingreifen, wenn sie der Auffassung ist, dass die nationalen Behörden unzureichend operieren. Dies wäre der größte Verlust an nationaler Souveränität seit der Einführung des Euro. Die USA verlangten von der EU die Verlängerung der Russland-Sanktionen. Vier europäische Regierungschefs haben im Alleingang mit den USA entschieden, die Sanktionen gegen Russland zu verlängern, obwohl der wirtschaftliche Schaden für die EU-Staaten immer offensichtlicher wird. Merkel pokert hoch. Ein Veto reicht, um die Sanktionen zu Fall zu bringen. Sollte Merkel die transatlantischen Wünsche jedoch nicht mehr erfüllen können, wäre auch sie politisch am Ende. Angela Merkel hat ein sehr individuelles Verhältnis zu Recht, Gesetz und Macht. Sie betrachtet Gesetze so lange als verbindlich, solange sie ihren politischen Zielen dienen. In der Macht ist Merkel kompromisslos. Was die USA von anderen Staaten verlangen, gilt nicht für die USA. Die United Launch Alliance, ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Konzerne Lockheed Martin und Boeing, hat 20 weitere Triebwerke RD-18 in Russland bestellt, obwohl Russland den jüngsten Auftrag für 29 Triebwerke noch nicht ganz erfüllt hat. Während die US-Administration neue Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt, kauft die US-Raumfahrtindustrie weitere russische Raketentriebwerke. Polen. Der EU-Vorsitz Luxemburg lehnt den Kurs der neuen polnischen Regierung ab und droht Warschau mit dem Entzug der Stimmrechte. Außerdem begrüßt Luxemburg ausdrücklich die Demonstrationen gegen die polnische Regierung. Dies sind schon wieder seltsame Töne gegenüber einer demokratisch gewählten Regierung. Bereits vor einigen Tagen hatte EU-Präsident Schulz von einem Staatsstreich in Polen gesprochen. Als EU-Beamte hat man sicher keine Geldsorgen. Bis zu 19.000 Euro dürfte ein Spitzenbeamter in Brüsselwald abkassieren. Es ist nämlich, nachdem die Beamten 2 Jahre lang auf eine Gehaltserhöhung verzichten mussten, ein Gehaltsplus angedacht. Für die Spitzenverdiener wäre das eine Erhöhung von 440 Euro monatlich. Die Gehälter der rund 45.000 EU-Beamten sollen rückwirkend zum 1. Juli 2015 um 2,4% steigen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Berechnungen der EU-Statistikbehörden Eurostat. Seit 2011 schiebt die Kommission unbezahlte Rechnungen von einem Jahresetat in den nächsten. Die Finanzierungslücke ist mittlerweile auf 26 Milliarden Euro angewachsen, was rund einem Fünftel des Gesamtbudgets entspricht. So wurden 2011 unbezahlte Rechnungen im Umfang von 11 Milliarden Euro ins Budget 2012 verfrachtet. Ein Jahr später waren es bereits 16 Milliarden. Und 2013 wurden 26 Milliarden Euro ins Budget des laufenden Jahres geschummelt. Wie viele unbezahlte Rechnungen in den EU-Haushalt 2015 verschoben werden, sei schwierig vorherzusagen, hieß es aus Kommissionskreisen. Den Löwenanteil der bestehenden Finanzlücke machen jedenfalls mit 23,4 Milliarden Euro Rückstände in der Kohäsionspolitik aus, also Ausgaben für die Förderung wirtschaftlich schwächerer Regionen. Allerdings könnte das Loch noch tiefer sein, denn die vorliegenden Zahlen beruhen auf Angaben der EU-Staaten und seien noch nicht endgültig, wie es aus der Kommission hieß. Gemäß EU-Verträgen muss die Union ausgeglichen budgetieren. Ein Defizit, wie es bei den Mitgliedstaaten der Normalfall ist, kommt also nicht in Frage. Trotzdem erhält die bankrotte Ukraine, obwohl weder EU noch Euroland, laufend Milliardenkredite von der EU. Rückzahlung unwahrscheinlich. In mehreren Ländern Nord- und Nordwesteuropas werden Forderungen nach einem Stopp des EU-Ausbaus
oder sogar nach einem Rückbau der EU laut. Am vergangenen Donnerstag hat die dänische Bevölkerung in einem Referendum die Ausdehnung der EU-Innen- und Justizpolitik auf Irland abgelehnt. In Finnland muss sich in Kürze das Parlament mit der Forderung befassen, ein Referendum über den Austritt des Landes aus dem Euro abzuhalten. In Großbritannien und Österreich sehen Umfragen die Austrittsbefürworter mittlerweile in der Mehrheit. Aus den Niederlanden wird eine Forderung nach einer Reduktion der Schengen-Zone auf ein Mini-Schengen laut. Finanzen. Der irreführende Begriff der gemeinsamen Einlagensicherung ist das Gegenteil von Sicherheit. Die Sparer verlieren das Recht, über ihre Ersparnisse zu verfügen. Mit dem neuen Gesetz zur Meldepflicht der Banken an die Finanzämter geraten Anleger und Sparer doppelt in die Mühle. Sie müssen als Kunden und als Steuerzahler um ihr Geld bangen. Es gibt kein Entrinnen. Sparer sind wehrlos im globalen Finanzsystem gefangen. Es geht bereits um weitreichende Eingriffe in die individuellen Vermögensbestände der Bürger. Denn die besagten Steuerinformationen sind nichts anderes, als dass alle Finanztransaktionen und Vermögensangelegenheiten jedes einzelnen Bürgers gegenüber den Finanzämtern offengelegt werden. Wie wir bei allen modernen Kriegen sehen, erfolgen Zwangsmaßnahmen oder aggressive Akte heute nicht mehr mit einer vorherigen Ankündigung im Amtsblatt oder einer formellen Kriegserklärung. Sie werden schleichend eingeführt, sodass der Bürger von der totalen Überwachung nichts mitbekommt. Sie läuft um die Uhr im Hintergrund. Niemand kann sagen, ob er schon ins Visier der Behörden geraten ist. Das beginnt beim Sparbuch, dessen Vermögen dem Finanzamt über die Kapitalertragssteuer bekannt ist. Es geht über Versicherungen, Aktiengeschäfte, Unterhaltszahlungen, Reisekosten, Größe der privaten Wohnung, die Fahrzeuge, die ein Bürger besitzt, Leasingverträge, Telefonrechnungen, Kredite, Darlehen, Schenkungen, Erbschaftsangelegenheiten. Schlechte Nachrichten für die Sparkassen und Volksbanken in Deutschland. Ihre Chancen, von der gemeinsamen Haftung für die anderen EU-Banken verschont zu bleiben, haben laut Bundesfinanzminister Schäuble keine Chance. Die EZB und Mario Draghi sorgen für eine Enteignung aller Sparer in Europa, so der österreichische Bankenchef Andreas Treichel. Nicht einmal gut verdienende Personen können ein kleines Vermögen aufbauen. In Griechenland hat die EU nun erstmals die Meldepflicht für Bargeld und Schmuck eingeführt. Österreich. Es ist still geworden in den Medien, aber für 2016 wird ein weiterer gewaltiger Flüchtlingsansturm prognostiziert. Der Zustrom war auch jetzt stark, wie die neuesten Zahlen zeigen. 114.988 Flüchtlinge kamen allein in den 31 Tagen vom 21. November bis zum 21. Dezember über die Grenzen nach Österreich. Im Schnitt waren es 3.709 Asylbewerber pro Tag. Der Zustrom nach Österreich ist also noch immer kaum vermindert, wie Listen aus dem Innenministerium belegen. Laut unserer Informationen wollen 2016 weitere 120.000 Flüchtlinge in Österreich einen Asylantrag stellen. Unsere Warnungen sollten endlich ernst genommen werden, erhöht das Innenministerium den Druck auf die Regierung, rasch eine Verschärfung der Asylgesetze zuzustimmen. Europäische Pläne allein reichen nicht aus. Wir müssen auch eigene Maßnahmen setzen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, ÖVP, sieht das Land in der Asylkrise am Rand des Abgrunds, wie er bei einer Podiumsdiskussion wörtlich schilderte. Er wisse nicht mehr, wo und wie Quartiere geschaffen werden sollten und spricht von mindestens 10.000 Asylbewerbern, die allein Salzburg 2016 offenbar unterbringen muss. Am Ende des heurigen Jahres werde Österreich bei 90.000 zusätzlichen Asylbewerbern, Migranten und Flüchtlingen stehen, heißt es laut neuesten Schätzungen der Lage. Im nächsten Jahr könnte diese Zahl noch steigen, falls Deutschland zunehmend dort abgelehnte Antragsteller über die Grenze zurückschickt. Der Flüchtlingskoordinator der Regierung, Christian Konrad, sagte bei dieser Veranstaltung, das Bundesheer müsse mehr tun. Er würde die Hälfte der Rekruten zum Sozialdienst schicken, statt in die Kasernen, so Konrad. Der oberösterreichische Landesrat für Integration, Rudi Anschober, die Grünen, für diese Menschen, die in Oberösterreich bleiben, müssen im kommenden Jahr neben Arbeits- auch Wohnplätze geschaffen werden. Deshalb denkt man etwa an Fertigteilhäuser für jeweils 48 Personen. Engagieren sollen sich endlich auch jene 178 oberösterreichischen Gemeinden, die noch immer keinen einzigen Flüchtling betreuen. 264 Gemeinden haben bereits 11.600 Quartiere für Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak geschaffen, so der Landesrat.
178, aber immer noch kein einziges. Besonders bei mittleren Gemeinden geht Anschober, laut eigenen Aussagen, aber zunehmend das Verständnis verloren. Denn wer keine Gebäude habe, könne zumindest Baugründe zur Verfügung stellen, auf denen dann Fertigteilhäuser errichtet werden können. Derartige Häuser würden derzeit geplant. Sie seien mit Kosten von etwa 300.000 Euro für pro Person günstiger und besser als Container. Von vergleichbaren Aktionen für bedürftige österreichische Familien ist uns nichts bekannt. Österreich hat um 27% höhere Ausgaben für die Hoheitsverwaltung als Deutschland. 22 Sozialversicherungsträger samt Funktionären, 141 Beschäftigte bei der ständigen Vertretung in Brüssel. Das Jahresgehalt des Bundespräsidenten ist im Verhältnis zu den Einwohnern 40 Mal höher als jenes des Präsidenten der USA oder Russlands und 13 Mal höher als der Bezug des deutschen Bundespräsidenten. Eine Armee in Armut. Die Politik gewährt dem Bundesheer nicht einmal die finanzielle Mindestsicherung. Sogar der Bundespräsident wundert sich, er ist Oberkommandierender und tut für das Bundesheer nichts. Warum, so fragte er uns kürzlich bei einer Weihnachtsfeier der Garde, bekommt nur das Innenministerium mehr Geld für die Terrorabwehr und die Bewältigung der Asylkrise, das Verteidigungsministerium aber nicht. Tatsächlich hat Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, wegen der aktuellen Herausforderungen dreistellige Millionenbeträge und 1000 Dienstposten zusätzlich für ihr Ressort herausgeholt, während Verteidigungsminister Gerald Klug, SPÖ, trotz ausdrücklicher Aufforderung des Parlaments nichts dergleichen versucht. Einstimmig, also sogar mit den Stimmen der Grünen, hat der Nationalrat beschlossen, dass Klug angesichts von Terror, Ukraine, Konflikt und Migrantenströmen sein zu Jahresbeginn geschnürtes Sparpaket überdenken soll. Diese überraschende Einladung des Parlaments, ein höheres Verteidigungsbudget zu verlangen, ist mittlerweile einen Monat alt. Was hat Klug getan? Nichts. Jeder andere Minister hätte umgehend seine Forderungen auf den Tisch gelegt. Klug nicht. Er lässt den Generalstab seit Wochen ein Papier dazu ausarbeiten. Der kleine Asyleinsatz an der Grenze hat das Heer an den Rand seiner Kapazitäten gebracht. Die eingesetzten Soldaten sind wesentlich schlechter ausgerüstet als ihre Kollegen von der Polizei. Stichschutzwesten, wie sie die Exekutive für den Umgang mit den oft mit Messern ausgestatteten Migranten hat, müssen sich die Soldaten privat kaufen. Einzelne Ausrüstungsgegenstände wie Sicherheitshalterungen für die Pistolen müssen bei jeder Ablöse von Soldat zu Soldat weitergegeben werden, weil zu wenige davon vorhanden sind. Seit Jahren ist kein Geld für Fahrzeugreparaturen vorhanden, der Sprit muss rationiert werden. Konnten früher 10.000 Mann für den Katastropheneinsatz abgestellt werden, sind jetzt schon die 1.600 Mann im Grenzeinsatz ein Problem. Dieser Einsatz geht an die Substanz, bestätigt der oberste Personalvertreter des Bundesheeres, Oberst Peter Schrottwieser. Ein Hochwasser wie 2002 dürfe es jetzt nicht geben. Schrottwieser fordert deshalb dringend ein Ende des harten Sparkurses. Obwohl schon jetzt 70 Millionen Euro pro Jahr fehlen, um den normalen Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten, soll das Heer nun bis 2018 weitere 200 Millionen Euro einsparen. Während andere europäische Staaten ihre Landesverteidigung hochfahren, stirbt das österreichische Bundesheer. Der Minister will das, ist Schrottwieser überzeugt. Er will gar nicht, dass es wieder aufwärts geht. Er will das Heer so weit herunterfahren, bis nur noch das Zusperren bleibt. Erkennbaren Widerstand gegen diesen Kurs gibt es nicht. Dem einstimmigen Beschluss des Nationalrats gegen das Heeressparpaket sind bisher keine Taten gefolgt. Die Grünen haben mittlerweile erklärt, dass das Bundesheer nicht mehr, sondern weniger Geld brauche. Antrag im Wiener Gemeinderat. Rot und Grün fordern das Ausländerwahlrecht. Das wären dann auf einen Schlag 350.000 neue Wähler. Die Grünen sind einmal mehr umgefallen. Sie hatten sich gemeinsam mit der Volkspartei und den Freiheitlichen mittels Notariatsakt verpflichtet, diese Bevorzugung vor allem für die SPÖ gänzlich abzuschaffen.